Hallihallo, Löschen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir diese ewig lange Strecke hier designt. Und in der Folge werden wir hier eine Doppel-S-Bahn langfahren anfangen zu lassen, damit die sozusagen die Strecke testet, bis wir die Ausbauten vorgenommen haben, weil immerhin soll jetzt dann hier noch die nächste Abfahrt direkt dahinter kommen, die dann zu den beiden kommt. Hier werde ich wahrscheinlich ein ICE trudeln lassen. Oder auch ein Railjet. Und hier wird wahrscheinlich entweder so wirklich eine Verbindung noch gebaut, oder wir werden es noch sehen. Und die S-Bahn wird vielleicht noch hier erweitert. Wir schauen uns das mal an. Dann haben wir wirklich eigentlich jede Stadt am Ende schon verbunden mit unserem Netzsystem. Und das ist das Endziel sozusagen für mich für diese Serie auf jeden Fall, dass wir jedes Gebiet schon mal verbinden mit Zügen. Und dann haben wir echt viel gemacht schon. Leute, wir werden diese Folge erstmal gucken, dass die Schienen die dementsprechenden Signale haben. Das muss natürlich dann vorm Brückenauffahrt, hinter der Brücke, überall mal wieder so ein bisschen geschehen. Ich mache das jetzt nicht in diesem engen Stil wie sonst. Ich werde mal versuchen, ein bisschen größer hier zu machen, weil einfach es ergibt ja keinen Sinn, dass wir so eng machen, wenn es so eine lange leere Linie eigentlich ist. Da sollte eigentlich keine große Kollision aufkommen. Hoffe ich zumindest. Das wird sich natürlich wahrscheinlich am Ende ändern, aber fürs Erste wird das wahrscheinlich komplett ausreichen. So, okay. Nein, oh, das war's. Das wird scrollen und drücken. Nie gut. Okay. Hier stellen wir jetzt heute eine Doppel-S-Bahn zur Verfügung. Schauen wir uns das mal an. Was ist denn das für ein Wagen? Auch interessant. Ein Doppelstockwagen. Oder wir schicken Doppelstockwagen. Das wäre natürlich auch geil. 240 Kapazität, die Dinger sind natürlich auch geil. Höchstgeschwindigkeit 160, ja, da steht nichts von, wie viel Geschwindigkeit die haben, oder? Aber solche Dinge haben wir auch. Bin beim Überlegen, was ich da laufen lasse. Oder ein TGV. Oh, TGV hätten wir natürlich auch geil. Pendelzug haben wir auch. ICE DB Delivery. Und Delivery. Dual Stock. Lass mal so mal Dual Stock fahren, oder? Der wird da gut hinpassen. Hab ich noch nie probiert. So, okay. Dann gibt es eine neue Linie. Die geht von hier nach hier hinten auf Gleis 1 und in Siegburg auf, wo welches Gleis sind wir gerade? Ja, du kannst schon auf Gleis 5 gehen. Ah ne, Gleis 7 war nicht. So. Weil es kommen immer noch weitere Züge und die sollten da hoffentlich auch noch Platz haben. So, das ist jetzt Fair.02. Weil es wird ja Fernverkehr im Grunde. Und das nennen wir Fair.01. So sollten wir zukünftig auch die Geschwindigkeit der Züge ein bisschen aushalten können. So. Leute, wir geben jetzt hier den Zug für Fern 02 frei und können mal gucken, was jetzt da passiert. Jetzt düst hier noch der Railjet vorbei. Fern 02. Das macht da schöne Töne. Ah, da kommt ein Railjet daher.
Der ist aber schon stehen geblieben. Weil das Signal sagt, warte mal, da kommt gerade was. Bleib mal kurz stehen. Pferde 02. Und die nächste Station wird auch angezeigt. Cool. Sollte die Geschwindigkeit auch von dem langsam steigen und er sollte sie auch langsam zu bewegen bringen. Das sind jetzt halt nicht die schnellsten Züge, glaube ich. Die brauchen halt eine Ewigkeit zum Hochbeschleunigen. Im Gegensatz zu, keine Ahnung, dem da, der, okay, der braucht aber auch so. Aber rein theoretisch sollte der Zug eh gleich hier die Spur wechseln. Und der erste Langstreckenzug fährt hier lang. Tschung, Alter, boah. Speed Travel. Hui. Alter, die Strecke ist ja grenzgenial. Juhu. Ab in die Station. Und es geht wieder raus. Drei Personen hat er dabei. Fürs Erste ganz gut, weil natürlich noch keine wirklichen Baumaßnahmen getroffen wurden. Die werden jetzt getroffen. Und zwar von mir direkt, weil ich einfach weiß, wie ich das haben will. Hier eine schöne lange Straße. Die soll sich von hier hinten anschließen dann. So. Und hier soll sich dann die hier anschließen. Die wird umgebaut nochmal. Zack. Starten wir mit dem Kring auch hier dran. Und dadurch ist die Stadt jetzt hier auch schon mal eingeteilt. Ich werde gleich hier eine Runde machen, hier eine Runde machen und hier eine große Runde fahren. Lassen, beziehungsweise ich werde es einfach an das aktuelle Netz schon mal anschließen. Weil wir haben ja hier eine Buslinie schon, die durchfährt. Die soll einfach, anstatt hier zu halten, hier hinten in der Busstation, die jetzt gebaut wird, halten. Da kommt jetzt eine kleine Busstation hin. Zwar nur eine kleine, aber fürs Erste sollte das reichen. Wir gucken, dass die schön gerade sitzt. So. Zack. Und dann tun wir hier die... Welche ist denn das jetzt? Alter, die wieder raus in... Na, Rattingen. So. Die Heidenweg tun wir austauschen gegen die hier, würde ich sagen. Wo ist denn Heidenweg? Hier ist Heidenweg. Natürlich mit dem Speichern. Heidenweg, dann fährt er kurz nach da und fährt wieder raus. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Gut. Was für Busse fahren denn hier? Ich glaube, die können wir nicht auch mal austauschen. In Rattingen können wir die schnell austauschen. Flughafen, Erlensee-Bus, Bus Rattingen. Kriegt jetzt von mir hier gesponsert. Neue Hightech-Busse und wir klonen die gleich, dass wir eine doppelte Verkehrsstärke sogar hier haben. Somit kann der ganze Ortsverkehr hier auch durchfahren. Die müssen auch ein bisschen klettern. Holl, hui, ups. Der neue Straßenverkehr finde ich ist aber auch geil. Hier so unter der Brücke gerade so durch. Jetzt kommt der Bus, der ist. Oh, der Schiff ist auch.
ordentlich mitgerissen. Kann das sein? Wie geht's denn um die Schifffahrt? Schlecht. Okay, wir ersetzen dich. Was hätten wir aktuell in Angebot? Was ist das denn für eine Galle? Kapazität zwar geringer, aber auch so geil. Damit werden wir alle ersetzt hier, dem Ferry. Ersetzen wir dem Ferry. Top modernes Ding hier. Schick. Ich weiß nicht, wie man dieses Ding ausbauen soll, angeblich, ne? Großes Dock, kleines Dock. Man kann also sagen, man tut es hier erweitern. Hier so hingehen. Das Ding müsste auch um einige schneller sein, oder? 70 km/h, das geht doch. Wie läuft's mit den Bussen? Wir werden jetzt wahrscheinlich hier die Straße kreuzen wollen, oder? Wo wollt ihr hin? Ich schaue dieser Mast jetzt mal zu, wo sie hin will. Ja, die werden ja kaum nicht den Bus nehmen, wenn er auch hier lang fährt. Ihr macht mir Sorgen, Leute. Ihr hättet doch einfach den Bus nehmen können. Jetzt wisst ihr, wie dumm das war. Ah, sie wollen immerhin alle zum Zug schon. Das ist vorteilhaft. Kommt er wieder? Denn der? Da ist er. Und der Bahnhof füllt sich, glaube ich, auch ganz ordentlich langsam. Noch ein paar Leute haben es irgendwie noch nicht so gleich verstanden mit dem Weg, dass sie mit dem Bus nach unten kommen. Weil wirklich schneller sind sie nicht. Hier sind jetzt so. Es wird langsam. Es wird nur mit der Zeit dauern, aber dann werden bestimmt hier noch einige Leute mehr sozusagen ankommen. Jetzt kommt der Zug schon. Wie voll ist der denn eigentlich? 21 Leute. Für die erste große Tour. Klar, kostet mich jetzt 6 Millionen, ist der Minus gerade. Aber für die erste Tour. Mein Gott. Ist halt so, ne? Erste Tour. Da hat ein bisschen Plus gemacht. Jetzt macht er 56 Leute, die er mitnimmt. Das wird schon, das wird schon. Das dauert eine Zeit einfach. Die Stadt entspricht auch mehr meinem Plansystem. Und als nächstes kommt ihr dann der Zug und fährt dann hier hinten nach Eisenfeld. Und von Eisenfeld fährt er nach Elsdrung. Und dann so rum. Und Rattingen soll sich aber auch gleichzeitig mit Osterbrück und Fürstenau verbinden. Mit einer S-Bahn-Station. Dass du entweder die lange Strecke nimmst mit einem Highspeed-Zug oder du nimmst die S-Bahn-Strecke über die drei Stationen hier. Hier warten einige Schiffe schon. Vorteil ist, die Dinger halten 100 Leute oder sowas, ne? Jetzt musst du kurz warten, okay. Aussteigen und einsteigen, dann kommt er daher und nimmt sich die Person, die er will. Zack. Eh nur 40. Er hat hier viel mehr mit seinen 74. Aber das ist ja auch vollkommen legit. So, jetzt der Bahnhof. Oh ja, der Bahnhof wird echt langsam besser, das ist gut.
Kann man nicht rein theoretisch auch hier sagen, so, okay, warte mal. Ich erweitere das Ganze und mache dann Straßenzugang. Weil dann müsste ja jetzt die Linie rein theoretisch ja auch so fahren können, genau. Das ist natürlich auch genial jetzt für die Leute. Und für den Bus natürlich auch easier. Wir warten jetzt hier. 77. Wo ist denn der Zug? Da ist er. Wie liefert er? 42. Er bessert sich. Von den Finanzen wird es wahrscheinlich einen langsam ins Plus gehen dann. Weil jetzt bis jetzt schaut es ja echt gut aus. Die Finanzen im letzten Monat waren natürlich horrorhaft. Aber es wird sich dann langsam alles ändern. Die Finanzen sind dementsprechend gerade gestiegen. Jetzt ist er wieder voller. Jetzt hat er 96 Leute dabei. Also ich glaube, irgendwann kommt er auch an sein Kapazitätslimit. Das hat sich aktuell eher so ergeben, weil es halt so ist, ne? Unsere Finanzen sprießen ja allzu. Diagramm. Die Kosten sind natürlich auch, der Wert ist auch immer geschwommen, aber die der Kontostand, die Gleise. Hochgeschwindigkeit, klar, irgendwann haben wir Hochgeschwindigkeit und elektrisch hochgeboostet. Tunnel und Brücken sind nicht wirklich gestiegen immer. Städte, die wachsen wie ihre und der Ertrag, ja, den kann man nicht wirklich vergleichen. Wir haben Straßenverkehr 117, Trams 13, Züge 11, Schiffe 3, Flugzeuge 10 Stück, Höchstgeschwindigkeit 850 km/h, in der Luft natürlich. Maximal Länge Zug 300 Meter, älteste Fahrzeug 42 Jahre. Gleise gesamt 92 Kilometer. Oh, nicht schlecht. Transportierte Güter gesamt 254.000. Alter. Anzahl Linien 46 schon. What? Geil. Also wenn wir uns das anschauen, hier ist echt viel los mittlerweile. Klar, ich glaube, wenn da so ein richtig einer viel Zeit investiert, kriegt er einiges mehr wie ich. Fernverkehr 4 will keiner unbedingt so nutzen, kann es sein. Wahrscheinlich, weil die Stadt auch noch nicht so viel zu bieten hat. Was ich jetzt mal machen werde, ist diese Station ein bisschen vergrößern nach hinten, weil das geht ja gar nicht. Dann kann der nicht schön ausholen alles. Und die haben Platz. Einfach besser, schöner. Unsere Hauptstraße wird auch nur von den Bussen genutzt, kann das sein? Es fährt auch kein Schwein. Es ist 12 Uhr, Leute. Und damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten nicht lärmenden hoffentlich Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Also, bis dann. Ciao.